Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich meine Fashion-Must-Haves für euch, gerade für die kalten Tage. Deswegen noch ganz schnell hier für euch und auch schnell, weil vieles davon ist gerade im Angebot, im Sale, mega reduziert. Plus, ich habe einen Rabattcode für euch, der auch auf die reduzierten Sachen gilt. Und zwar heißt der Vanja 40. Ihr werdet alles in einer Liste finden, dann könnt ihr das euch angucken. Also alles in diesem Video mit einem Klick und dann könnt ihr da ein bisschen stöbern. Ich zeige euch natürlich, wie da alles getragen. Los geht's. Allen voran natürlich, damit wir es schön warm haben, eine Jacke. Also das ist schon eine Jacke, aber eine längere. Also sie ist so ein Zwischending, kein langer Mantel, aber auch nicht eine dieser kurzen Jacken, die jetzt halt, ehrlich gesagt, ein bisschen unpraktisch werden bei den Temperaturen. Die hat einfach wirklich so eine gute Mittellänge und ist sehr schön dick und ja, so kuschelig, wie ihr seht. Ich wurde auch von einer Followerin gefragt, wie das mit Regen ist. Also ich stand mit der schon im Regen, jetzt zwar nicht stundenlang, ich bin mit der nicht wandern gegangen, aber so im Alltag. Und da bleibt auf jeden Fall alles trocken, auch wenn es keine regendichte Jacke ist, weil die halt einfach so dick ist. Und deswegen wollte ich es euch empfehlen, weil es halt, finde ich, auch noch ganz stylisch ist und so schön sportlich. Aber wenn ihr es schicker haben möchtet, habe ich diesen Favorit für euch. Und zwar ist das jetzt ein richtig schöner Mantel für die Festtagslook, ne? Looks, wenn ihr halt was Tolles anhabt und dann kommt halt vielleicht so eine sportliche Jacke nicht so. Oder halt auch für den Weihnachtsmarkt. Auch auf jeden Fall, also sie ist schon warm. Sie ist jetzt nicht die dickste Jacke. Aber je nachdem, was ihr drunter anhabt, geht es voll klar. Und man kann die halt echt so schön stylen. Die hat einen sehr, sehr weichen, flauschigen Stoff. So ein beige, leicht rosé. Also wirklich eine mega Farbe von Pieces ist die. Dann muss ich weitermachen mit den Taschen, weil Leute, ich bin obsessed mit der. Jetzt die letzten Monate echt drauf und runter getragen, und zwar die hier. Die sieht erstmal so relativ klein aus, vor allem so für meinen Alltag, aber die ist ein kleines Wunder, weil die so viele Fächer hat. Die hat hier vorne ein super praktisches Fach, wo auch das Handy zum Beispiel reinpasst. Oder wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, habe ich hier diese kleinen Unterwegsfeuchttücher immer drin. Dann habt ihr halt hier nochmal ein Fach, hier ein kleines Fach, hier ein Fach mit Reißverschluss für die wertvolleren Sachen. Hier nochmal ein Fach und hier hinten ist sogar nochmal ein schmales, kleines Fach auch mit Reißverschluss. Und da passt so unglaublich viel rein. Vor allem habt ihr den Überblick, weil ihr macht es auf und ihr wisst direkt, wo ist was. Also die habe ich so gern getragen. Außerdem hat die einen verstellbaren, sehr breiten Gurt. Dadurch ist die auch wirklich stundenlang angenehm zu tragen. Und eben dadurch, dass es verstellbar ist, ihr könnt sie so über Schulter tragen. Ich trage sie meistens über Kreuz. Finde ich eh voll angenehm. Hat man immer schön die Hände frei. Und ja, doch wirklich eine mega Qualität. Deswegen habe ich sie mir auch, und damit ihr es auch gesehen habt, in noch einer Farbe dann später bestellt. In diesem wunderschönen Beige-Ton, weil mit manchen Outfits kommt es einfach so gut. Diese schicke Farbe sieht so ein bisschen samtig aus. Und das Prinzip ist dasselbe, die Fächer, die Bänder, aber damit ihr auch mal die Farbe gesehen habt. Ich bleibe mal so kurz bei Accessoires, bevor es mehr Kleidung gibt, und zwar diese Schuhe. Ja, wir kennen alle diesen Style. Ich habe jetzt mal nach Tubes gesucht, die halt keinen Lammfell haben. Also ich trage ja nicht mal Leder schon seit Jahren, da könnt ihr euch ja denken, was ich von Lammfell halte. Ja, auf jeden Fall, seit ich das weiß, möchte ich das nicht mehr unterstützen. Deswegen die vegane Variante, aber da gibt es auch manche, oh, die sind dann nicht so und die sind wirklich mega. Richtig schön kuschelig weich. Also meine Füße sind so schön warm da drin. Man läuft damit wirklich toll. Ich hatte die jetzt auch schon für längere Strecken an. Also kann man echt nicht sagen. Die eigentlich ein bisschen fester wirken, aber es läuft sich wirklich gut damit. Kann man auch unendlich kombinieren. Was auch manchmal, oh ja, wenn das hier aber kein Fell ist, dann schwitzt man. Also ich verstehe es nicht. Wenn es draußen super kalt ist, dann schwitzen meine Füße nicht. Egal wie lange ich laufe. Vielleicht ist es auch Typsache, aber kann ich auf jeden Fall bestätigen, nein. Die Füße schwitzt nicht darin. Es hält einfach nur warm. Ganz normal. Und Leute, noch ein Schuh-Dupe fällt mir dabei auf. Aber die, die gefallen mir sogar noch mehr. Und die haben einen Bruchteil des Preises gekostet. Und zwar, es geht um diese mega gehypten New Balance Schuhe. Und zwar dieser retro-sportliche Look mit diesem Silber. Und ich habe die hier entdeckt. Die sind von Puma. Bei Puma habe ich einfach echt gute Erfahrungen gemacht, auch was die Bequemlichkeit angeht. Die haben nämlich auch so einen Soft-Foam hier drin. Das heißt, super, super angenehm. Ich wollte diesen Style. Ich fand, es passt wirklich sehr toll zu Leggings, zu Jeans. Einfach für diesen Everyday-Mom-Look. Wir werden jetzt auch einen kleinen City-Trip machen, dann werde ich die mit einpacken, weil mit denen kann ich dann lang laufen. Aber warum so viel zahlen, ne? So über 100 Euro kosten auch die Originalen. Die haben jetzt mit meinem Rabatt und allem 27 Euro gekostet von Puma. So jetzt, schön kuschelig warm. Pulli-Attacke. Und zwar einmal der hier. Ich liebe diesen Style. Das hat so einen kleinen Rollkragen, aber einfach so, oder so einen Stehkragen, sagt man ja dann. Sehr weich, ein bisschen Oversize, breiter, ein bisschen länger. Also wie ihr möchtet. Es passt zu Jeans, es passt aber auch zu Leggings. Dieser Typ Pulli, den man immer gebrauchen kann, einfach in diesem Beige-Ton. Wirklich für den Preis eine mega Qualität. Und deswegen habe ich mir den auch nochmal in so einem Dunkelgrün auch letztes Jahr bestellt, weil ich das halt so für Herbst, Winter und einfach für diese Vorweihnachtszeit richtig schön finde. Auch zum Beispiel Weihnachtsmarkt gehen oder halt, wenn man casual ist an Weihnachten.
Weihnachten. Ja, apropos Leggings, natürlich auch super wichtig jetzt, ne? Ich bin ja absolut der Leggings-Fan. Deswegen, Leute, wenn ich euch sage, das ist die Leggings, ich habe so viele schon ausprobiert in meinem Leben, die begleitet mich jetzt auch schon lange und ist immer noch top. Erstens mal, weil ich hasse das, wenn man die kauft, dann leiern sie aus, ne? Und dann, die ist nämlich, wie ihr seht, auch so ein bisschen, ach, wie soll ich sagen, also sie ist sehr stretchig. Deswegen sehr angenehm, aber sie ist trotzdem fester und sie ist dicker. Also zum Beispiel die von H&M und so, die sind viel zu dünn, finde ich, für das Wetter. Da habe ich das Gefühl, ich muss nochmal was drunter tragen, bei der halt nicht. Weil die wirklich richtig schön dick ist, aber ist jetzt auch keine Thermo oder so. Ist wirklich einfach so das perfekte Maß von allem. Sie hält nicht nur sich selber in Form, sondern euch auch. Also die hat einen schönen hohen Bund. Und ich finde, die schmeichelt voll der Figur. Also die am Bauch, an den Schenkeln, aber ohne, dass es jetzt drückt wie Shapewear, sage ich mal. Kostet, glaube ich, auch nur 10 Euro oder so. Und dann habt ihr noch Sale-Rabatte angeboten. Und dann der hier, ich glaube, ich hatte den auch in einer der letzten Videos an. Auch so ein kleiner Stehkragen, also ein Sweatshirt mit Stehkragen. Und hier ist halt 90s Girl, so schön draufgestickt mit Schwarz. Und der ist auch so ein bisschen, ja, natürlich, ne, wie ein Sweatshirt, halt schön sportlich, Oversize, ganz lockerer Schnitt. Sieht auch zu so vielen Sachen toll aus. Zu einer weiten Stoffhose, richtig lässiger Style oder halt auch mit einer engeren Jeans, also wie ihr möchtet. Dann ja auch immer noch voll im Trend mit diesem Reißverschluss, aber den Pulli habe ich auch jetzt schon ewig. Trage ich auch super gerne, sportlicher Look und dann habt ihr halt hier den hier auch in diesem Beige-Ton, weil passt zu allem und ich liebe das im Winter auch ein bisschen hellere Farben zu tragen. Und den habe ich jetzt ganz neu, weil ich den auch richtig cute finde jetzt für die Jahreszeit. Ein bisschen Wednesday Addams, aber ein bisschen auch Weihnachten. Hier mit diesem Kragen und der Schleife. Ansonsten ein einfacher schwarzer Pulli. Hat hier aber auch nochmal so richtig süße Details an den Ärmeln. Hat euch auch so gut gefallen, als ich es auf Instagram getragen habe. Dieser Cardigan. So vielseitig. Ich habe mir da extra Pinterest-Outfits damit abgespeichert. Ich kann es euch immer kurz aufsagen. Also mit Leggings sowieso, weil der Cardigan richtig schön lang ist und drunter halt, wenn es super kalt ist, tragt ihr einen schwarzen Rolli. Wenn nicht, dann einfach so ein Basic-Shirt, sage ich mal, in schwarz. Mit so Lederlook-Shorts sah das gut aus. Sah sogar mit einer Oversize-Jeans gut aus. Also wirklich ein toller Cardigan mit diesen goldenen Knöpfen und hier dem schwarz-weißen Muster. Und auch schwarz-weiß, den habe ich ganz neu und oh, wenn ihr den fühlen könntet. Ich habe jetzt kuschelig weich bei allem gesagt, ne, aber es ist einfach so ein Kriterium. Ich mag das nicht, wenn Sachen kratzen und so, aber der ist wirklich von innen und von außen fühlt der sich so gut an und ich fand dieses Muster so, so süß. Mit den Herzchen überall drauf. Ist eigentlich auch so vom Schnitt etwas, mit dem ihr nichts falsch machen könnt, was einfach zu Röcken, zu Hosen, zu allem passt. Und was ich auch total liebe, sind diese mega, mega großen, langen Cardigans. Auch für zu Hause zum Chillen zum Beispiel. Wenn ihr irgendwie was, so eine Leggings anhabt oder so eben eure Homewear und dann diese Cardigans dazu, aber natürlich auch für draußen. Also der ist wirklich mega lang. Ansonsten einfach schlicht gehalten. Größere Ärmel einfach in diesem Grauton. Den gab es auch noch in verschiedenen Farben, wie eigentlich einiges hier aus dem Video, könnt ihr einfach mal stöbern. Wie gesagt, hat nochmal Taschen. Ja, apropos hell tragen. Ich war immer so voll vorsichtig, was helle Hosen angeht. Ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich ja, weil ich Mama bin, aber dann wiederum, ne, ist mein Kind auch nicht mal so klein, dass er mich jetzt mit Karottenbrei bewirft. Je nachdem, was ihr vorhabt, vielleicht nicht für einen Spielplatz, aber so in die Stadt gehen oder so, so eine Mom-Jeans in so einem hellen Ton, in so einem Beige, sieht halt auch wahnsinnig schick aus, ne? Ich sehe das, wie gesagt, immer bei anderen und denke so, wow, so ganz hell. Deswegen, die habe ich jetzt zum Beispiel auch schon mit dem Oberteil getragen. Passt sehr gut, also mit allen möglichen. Und sie hat halt einen chilligen Schnitt. Und das ist so eine Hose, Schrägstrich, Leggings. Eigentlich meine Leggings auch. Habe ich auch ganz neu. Und zwar auch wieder so heller in diesem Beige-Ton. Und Leute, die sitzt auch so, so gut. Also am Bauch, an den Schenkeln sitzt die richtig nice. Sie hat unten nochmal so einen Schlag. Liebe ich auch. Ist halt ein bisschen lang für mich. Überlege noch, ob ich sie zurückschicke oder mir es tatsächlich gebe und sie kürzen lasse, was ich sonst nie mache. Und den habe ich auch neu. So ein richtig schöner, so ein klassischer Rock. Ja, der auch im Winter geht, weil der ist schön lang und der ist richtig schön warm. Also der ist ein bisschen dicker, hat auch einen sehr, sehr weichen Stoff. Und den kann ich mir sehr gut zum Beispiel zu Weihnachten vorstellen. Damit seid ihr irgendwie elegant, aber irgendwie auch bequem. Ne? Hat mal viel Bewegungsfreiheit, aber es sieht wahnsinnig stylisch aus. Dann nochmal mit so einem kleinen Absatz oder so. Und mit so einem engeren Oberteil, so einem Rolli. Sieht das echt ganz toll aus, solche Röcke. Ja, da hätte ich fast vergessen, genau was ich noch trage. Das Oberteil findet ihr auch in der Liste, eben mit dieser schönen Applikation. Sonst ist es ja auch eher figurbetont und ganz schlicht. Und diese Ohrringe auch. Die wollte ich euch auch noch zeigen, weil ich habe jetzt lange die perfekten für mich Kreolen gesucht, weil entweder habe ich welche gesehen, die waren dann kleiner, dann wieder zu groß, dann irgendwie zu viel Zeugs dran. Ich wollte so ganz, ganz schlichte, die finde ich halt echt so die beste Größe haben, die nicht too much ist, aber auch nicht zu wenig, dass man sie wirklich als Kreolen wahrnimmt,
Und deswegen habe ich mir die auch noch gegönnt. Ja, ihr Lieben, das waren meine Fashion-Favoriten, die ich diese und auch schon letzte Saison teilweise rauf und runter getragen habe. Ich hoffe, da war ein bisschen Inspo für euch dabei. Schaut, wie gesagt, mal beim Link vorbei, falls ihr euch auch was davon bestellen möchtet. Und gebt mir gerne Feedback, welches von den Teilen ihr am schönsten fandet. Ja, dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!